Beim Griszella-Handgriff wird auf den Uterus, also auf die Gebärmutter gedrückt, um das Kind dann durch die Scheide zu gebären. Diesen Handgriff versuchen wir heute ganz zu unterlassen, weil er doch relativ gewaltvoll ist. Und wenn wir ihn unbedingt machen müssen, in absoluten Ausnahmesituationen, dann muss immer vorher darüber aufgeklärt werden und wir holen uns immer das Einverständnis der Mutter. Und sie kann jederzeit auch während der Durchführung Stopp sagen und ein Stopp ist ein Stopp. Dann wird nicht weiter fortgesetzt.